Ja, schönen guten Abend an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dindler und ich heiße Sie auch im Namen natürlich von FX Flat. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit Carsten Berger. Vorab nur eine Frage. Bild und Ton sind soweit okay? Könnte ich da mal ein Feedback von Ihnen erhalten? Ja, gut, scheint alles okay zu sein. In diesem Webinar zeigt der Carsten Berger, wie man Chancen am Markt bewertet, aussichtsreiche Branchen und Sektoren findet und ja, Outperformer-Aktien halt identifiziert. Bevor wir jedoch starten oder bevor ich das Zepter übergebe, noch ein kurzer Hinweis, was die Risikohinweise betrifft. Die hier ausgesprochenen Dinge sind also absolut keine Handelsempfehlung. Jeder trifft seine eigene Entscheidung. Das Webinar dient dementsprechend auch nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Carsten, du bist soweit? Ich bin soweit. Ich bin bereit, das Zepter entgegenzunehmen. Okay, dann übergebe ich es mal und wünsche allen Teilnehmern ja, viel Spaß. Danke dir, Wolfgang. Mach's gut. Abschalten tue ich dann alleine nachher. Das machen wir so, oder? Machen wir zusammen. Du übergibst mir dann nochmal und dann. Okay, können wir gerne machen, wenn du es möchtest. Okay. Bis dann. So, dann wähle ich mal wieder den richtigen Bildschirm aus. Hoffe ich, dass ich den gleich treffe. Das passt so wunderbar. Okay, dann auch recht herzlichen guten Abend von meiner Seite aus. Ich glaube, wir waren jetzt fast 4 Wochen nicht zusammen hier und da waren ja auch Herbstferien hier bei uns in Brandenburg und von daher bei den Ferien klinke ich mich immer aus. Da gibt es halt dann noch andere Sachen wie Familie und so weiter. Und in der Zeit ist tatsächlich eine Menge passiert. Ich weiß, beim letzten Webinar bin ich rausgegangen und da war es so, dass der Markt steil nach unten ging. Und in den letzten 3, 4 Wochen müsste ja der ein oder andere, wenn er den Mut gehabt hat, schon den ein oder anderen Aktienwert gehandelt haben auf der Long-Seite. Von daher schauen wir mal rein, wie es jetzt aussieht. Also wer jetzt aus den Ferien gekommen ist und jetzt auf den Markt guckt, der muss ja die Sache aus der heutigen Sicht betrachten. Und wir gucken uns an, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um All-In zu gehen zum Beispiel oder lieber verhalten zu bleiben. Von daher schauen wir mal rein. Was ganz wichtig ist, ist immer das Marktklima. Das heißt, wir gucken uns die Gesamtmärkte an, wo stehen die eigentlich gerade? Weil wenn man weiß, wo der Markt in den letzten Tagen lang gelaufen ist, wie hoch die Bewertung im Moment vielleicht schon ist oder auch nicht, ist er in der Korrektur oder aber zieht er weiter an? Das sind die Fragen, die wirklich ganz wichtig sind, dass man sich die vorher beantwortet, bevor man einfach in einen Markt hineingeht. Es gibt gewisse Grundregeln, die sind einfach zu beachten und wenn man diese beachtet, hat man einfach eine höhere Chance, dass man die Aktie, die man kauft, auch in die entsprechende Richtung handeln kann. Das ist natürlich keine Garantie, aber wenn man das immer wieder das Gleiche tut, es immer wiederholt und das strukturiert nach dieser Börsensektoranalyse macht, dann bekommt man auf jeden Fall ein Gefühl dafür, welche Aktien zurzeit gespielt werden. Da muss man halt nicht ewig rumswitchen. Ich habe da so eine Aktie mitgebracht, die werde ich euch noch zeigen. Oder eigentlich sind es ja zwei, einmal aus dem deutschen Markt, aus meinem TechDAX, den ich sehr mag, und einmal aus dem Bereich der Nasdaq. Und fangen wir jetzt einfach mal an. Den Risikohinweis hat der Wolfgang schon gemacht. Ich füge einfach nur hinzu, dass ich ja die ein oder andere Aktie vielleicht zeige oder den ETF, den ich interessant finde. Und von daher könnte da ein Interessenskonflikt bestehen. Also alles immer hinterfragen, was ich sage. Das ist meine Herangehensweise. Also bitte immer kritisch bleiben. Ich bin ja Carsten Berger, 56, bin vom Beruf her, das wissen ja auch die meisten, wer das schon kennt, der kann sich kurz einen Tee holen, ich werde nicht so viel dazu erzählen. Eigentlich Polizeibeamter seit dem 17. Lebensjahr gewesen, habe dort fast 30 Jahre gedient,
zum Schluss bei einer Spezialeinheit in Berlin die Jugendbanden und Bandenkriminalität in Berlin bekämpft hat. Und seit dem 17. Lebensjahr hat mich eigentlich so der Finanzmarkt, der Börsenmarkt, insbesondere Aktien, letztendlich immer begleitet. Ich bin also eigentlich nie losgeworden, habe das nebenberuflich gemacht und seit 10, 12, 13, 14 Jahren mache ich das halt jetzt, sage ich mal, vollberuflich. Aber die meisten werden wahrscheinlich sich fragen, wie kann ich einfach mein Geld, was ich habe, was man hoffentlich hat, auch besser für mich arbeiten lassen, als es zum Beispiel bei der Bank ist, wenn ich da hinkomme, was die mir so erzählen. Deswegen ist so ein eigenes Wissen und ein eigenes Marktverständnis immer gut. Selbst wenn man jetzt nicht das Börsensystem, das Trading-System, was ich handle, so explizit nachvollzieht, sondern einfach das mit ETFs vielleicht macht oder nur mit einer oder anderen Aktie, die vielleicht auch, sage ich mal, von der Zukunftsaussicht gut ist, dann hilft dieses Marktverständnis auf jeden Fall, dann besser klarzukommen. Also heute ist ein ganz einfaches Thema, es sind Märkte und Branchen und natürlich die eine oder andere Aktie, deshalb ist es gar nicht so schwer. Wir werden jetzt auch ganz schnell in die Märkte reingehen. Was mich auf jeden Fall mal interessiert bei euch, wie sieht's aus? Seid ihr in den letzten 4 Wochen in den Markt Long eingestiegen? Also wer in den Markt Long eingestiegen ist, egal ob in Aktien oder in ETF, der kann einfach mal ein A reinschreiben. Das wäre sehr interessant, das mal zu sehen. So, und zwar bei Fragen. Die habe ich offen. Ihr könnt immer eure Fragen stellen, logischerweise. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, kommt dann auch auf meinen Kanal. Auch diese Fragen habe ich. Und Andrea, ja, das finde ich sehr gut. Ich glaube, da spielt auch der statistische Hintergrund eine Rolle. Man sagt ja immer, am Ende des Jahres geht ein bisschen die Post ab. Es kommt nicht immer so genau, wie die Statistik das sagt, auf das Datum an. Es kommt bestimmt noch auf ein oder andere Dinge an, die ja natürlich sehr nachrichtengeprägt sind, die Märkte im Moment, ob es Kriege sind oder Zinsen und so weiter, spielt alles eine Rolle. Aber wenn man das ein bisschen sehen kann, wo gerade was passiert, dann ist einem da schon relativ gut geholfen. Okay, dann gehen wir gleich mal in den Chart hinein. Finde ich sehr interessant. Ich nutze ja den Trade Scanner, das wissen die Leute ein oder anderen auch. Das ist ein super Tool. Heute gucken wir uns aber mal die Charts an, weil das eigentlich sehr interessant ist. So, wir sehen hier eine Branche, das ist die Technologiebranche. Das deckt sich so ein bisschen mit dem Nasdaq 100, dem Technologieindex aus Amerika. Wenn ich heute auf den Chart gucke und so wie ihr den Chart gerade seht, müsste man sich ja jetzt die Frage beantworten, wer jetzt aus dem Urlaub gekommen ist. Muss ich jetzt hier bei diesem Markt einsteigen, ja oder nein? Macht es Sinn? Ja, was habe ich zu erwarten von dem Markt? Wo kann es zu Komplikationen kommen? Und wo kann der Markt ruhiger werden? Und wo wäre ein Zeitpunkt, wo ich nochmal versuchen könnte, mich in den Markt rein zu skalieren, ja, die ein oder andere Position aufzubauen? Oder wo versuche ich dann noch die ein oder andere Person, wollte ich schon sagen. Ja, von der einen oder anderen Person sollte man sich im Leben vielleicht auch mal trennen. Das stimmt. Aber ich meine Position natürlich. Da ich mal die Position zu reduzieren zum Beispiel. Ja, oder einen Stopp nachzuziehen. Das sind die beiden, das ist in Iran kein Hexenwerk. Das sind die beiden Elemente, die bei jedem Trade eigentlich immer eine Rolle spielen und mit denen man sein Risiko sehr gut skalieren kann. Ja, man kann das natürlich auch mit Gegenpositionen und so weiter machen, hedgen oder so. Das selbst mache ich aber nicht. So, wir sind beim Nasdaq und da gehe ich einfach mal schnell auf den Index, weil der sieht fast genauso aus wie der Technologiebranche. Relativ stark gestiegen. Das ist jetzt schon seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, fast 7, 8 Tagen so. Also anderthalb Wochen gab es einen relativ starke Dynamik in die eine oder andere Richtung. Wie habe ich mich da verhalten? Für mich war ein Punkt sehr interessant, wo ich heute mal gucke, das wisst ihr auch, wo die Unterstützung ist. Das war hier. Und zwar war das dieser Punkt. Und zwar der Tag hier am 23. Oktober, weil wir kurz mal darunter gingen und da drüber. So. Und wenn man den Chart nach rechts schiebt, das machen wir jetzt mal, damit wir uns das mal anschauen, wie das aussieht, wenn man das nicht so sieht.
dann sieht das ja an dem Tag eigentlich ganz positiv aus. Ne? Und das war der Tag, wo ich auch nach Aktien gescannt habe und die ein oder andere Position aufgebaut habe. Nach dem Schema, ich möchte die Branchen handeln, die noch stark sind, die in diesem Markt stark waren oder noch die stärksten sind und von diesen Branchen auch die besten Aktien zu bekommen. So war der Ansatzpunkt. Was dann passiert ist, war, dass man am nächsten Tag die eine oder andere Position bei mir eingebucht wurde, wahrscheinlich bei euch auch, weil ich ja davon ausging, dass man hier wenigstens, hier wird es wahrscheinlich zu einem Störgewitter kommen, das war klar, aber das Risiko muss man eingehen, dass man wenigstens bis hier oben hin erstmal läuft. So, das war alles okay soweit und am nächsten Tag sind die Positionen, ich glaube, 8 Positionen ausgestoppt worden bei mir. Hängt passiert. Da ich mir aber nicht ganz sicher war und die, jetzt kommt's, die Kerzen hier nicht so positiv geschlossen haben am Schluss, zwar positiv an sich, aber nicht stark am Hoch geschlossen haben, habe ich meine Positionsgrößen gedrittelt. Ja, also so reagiere ich damit, wenn mein Setup nicht ganz so toll aussieht wie eine Umkehrkerze hier zum Beispiel. Wo man sagen kann, okay, da hat man eine gewisse Dynamik, da sind vielleicht Anschlusskäufer in den nächsten Tagen möglich. Von daher war das nicht so dramatisch. So, bei den nächsten Tagen ging es dann relativ dynamisch bergab. Und an diesen Tagen gab es für mich jetzt kein Long-Setup zu handeln. Short-Position hatte ich in dem Sinn keine Zeit für, die mir aufzubauen. Von daher, wir sind auch relativ schnell an den 200er gelaufen. Das seht ihr hier, SMA 200, den gleitenden Durchschnitt, den einfachen. Und damit rechnet man ja meistens mit einer Kursreaktion, inwieweit die fortgesetzt ist, ob die da runter geht oder nicht. Jedenfalls hier könnte es zu einer Reaktion kommen, einer Verlangsamung auf jeden Fall. Deshalb auch keine Short-Position. Klicken wir jetzt mal weiter, dann sehen wir an dem nächsten Tag eine positive Kerze. Und zwar an diesen Unterstützungsmodus, kann man ja sagen. Und wir haben ein erhöhtes Volumen. Jetzt auch nicht drastisch, aber bei den Futures ist das nicht so extrem wie bei Aktien zum Beispiel. Dann sieht man, dass man hier ein erhöhtes Volumen hat. Und zwar an einem Tief, wo der Markt dann an einem Tag wenigstens höher schließt. Und das im Bereich vom 200er sind zwei Dinge, die sehr stark sind, zusätzlich zu dieser starken Kerze, die mich bewogen haben, hier nach Aktien zu suchen und diese zu versuchen, in die Long-Richtung zu handeln. So, kann man ja davon ausgehen, es geht bis da oben hin. Nein. Wo könnte man jetzt damit rechnen, dass der Markt nochmal reagiert? Klar, an dieser Widerstandszone, dass er hier auf jeden Fall langsamer wird oder aber wieder in die andere Richtung geht, das weiß ich ja vorher nicht, muss ich damit rechnen. Also wie könnte ich dem begegnen? Ich begegne dem, indem ich halt sage, okay, ich gebe meinen Stop enger ran und ich nehme vielleicht nicht so viel Positionsgröße wieder. Damit kann ich darauf reagieren. Das ist halt kein Aufwärtstrend, sondern wir sind ja vom Gesamtmarkt her eher in einer Korrektur von einem Markt, der sich eigentlich auf die fallende Ebene begeben hat. So muss man das eigentlich sehen. Und von daher weiß man, dass so eine Korrekturen gegen den normalen größeren Trend, mich interessiert eigentlich nicht der Trend, sondern mich interessieren eigentlich nur diese dynamischen Bewegungen, dass die halt ziemlich unsauber sein können. So, der nächste Tag im Endeffekt war genau das gleiche wie da oben. Einige Positionen wurden eingetriggert. Ich kann euch davon eine zeigen. Und dann ging das relativ schnell weiter. Und als der Markt durch diese Widerstandszone relativ schnell wieder durchging, da muss ich mir immer Gedanken machen, wie geht es weiter, was mache ich da? Und eine Positionsgrößenreduzierung habe ich vorgenommen an dem Bereich, wo der Markt hier über den 20er in den Bereich ging, weil er oft dann sich verlangsamt oder dreht. So. Was dann aber nicht passiert ist, sondern der Markt einfach weitergeht, das ist die Restposition einfach weiterlaufen zu lassen.
Und jetzt muss ich mir wieder sagen, okay, wo stehe ich jetzt, wenn ich Positionen habe? Wo könnte es zu, sage ich mal, verlangsamen kommen? Das ist hier. Also versuche ich natürlich logischerweise den Stop in dem Bereich von Aktien oder Branchen, die sich ähnlich verhalten wie der Markt, wie die Nasdaq, nachzuziehen. So, jetzt sind wir in dem Bereich und jetzt muss man sich fragen, okay, das ist gestern gewesen, würde ich jetzt noch einsteigen? Also wenn ich nicht im Markt drin bin, dann würde ich jetzt nicht einsteigen. Warum? Weil wir einfach schon 7, 8 Tage in dieselbe Richtung gegangen sind, ohne mal den Tiefkurs einer Tageskerze mal verletzt zu haben sogar. Ja. So, und heute sehen wir, der Markt reagiert da auch so drauf. Man wäre vielleicht eingestoppt worden, weil der Markt, ich glaube, heute ein paar Punkte höher war als das Hoch von gestern. Also es ist nicht so, dass der Markt einfach wie Butter durchgeht. So. Wenn ich jetzt nicht drin bin und ich auch die reduzierte Position in den Aktien vielleicht wieder aufstocken will, das kann man ja auch tun. Man kann ja einen Teil verkaufen, einen Rest drin lassen, mit einem Stop absichern und dann, wenn der Markt wieder korrigiert hat oder die Aktie korrigiert hat, wieder in die Richtung eine Position aufnehmen nach dem gleichen Regelwerk. Das ist wichtig, ja? Also nach dem gleichen Regelwerk. So, ich nehme mal hier meine Picasso-Zeichnung mal raus. Nee, das war der falsche Knopf. So, übrigens ist das hier der Arjuna-Trader, den ich benutze. Man kann das aber auch mit jeder anderen Software letztendlich sehen. Das können wir auch bei TradingView zum Beispiel. So, was erwarte ich jetzt letztendlich? Warum macht ihr das nicht? Sie haben alle Zeichnungen bereits gelöscht. Ja, habe ich ja, aber ich will ja eine neue machen. Ist ja komisch. Ich kann keine mehr malen. Da sieht man mal, es gibt Zeichnungen, die Software, die haben auch Bugs. So, schalte ich mal kurz um hier, mal sehen, ob er das behebt jetzt. Nö. Ach, ausgeblendet. Das ist auch schön. Warum soll ich die ausblenden? So, was erwarte ich? Ich warte hier eine Reaktion und die muss nicht lang sein. Also 1, 2, 3 Tage, mal vielleicht bis zum 20er, wenn er sich ein bisschen anstrengt, da die Korrektur würde ich gerne sehen. Ob das so kommt, weiß ich natürlich nicht. Dann schaue ich mir an, okay, wo sind die hohen Volumina mal gewesen? Das ist hier unten, das ist weit weg. Also bis da unten der Markt runtergeht, wäre das natürlich auch hier eine Einstiegszone. Aber das wird sich nicht einfach so ereignen. Da wird es ein oder andere Korrekturen, die wieder in die Long-Richtung geben, auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein hohes Volumen, das sieht man. Das ist die Kerze, und zwar dieses Hoch. Und wenn man das hier vergleicht, dann könnte das ungefähr hier mit dem 20er zusammentreffen. Also 1, 2 Tage, vielleicht eine kurze Korrektur, vielleicht ein bisschen seitwärts. Und wenn es dann hier unten in dem Bereich von 15.150 wieder anzieht und eine positive Kerze gibt, wäre ich bereit, wieder hier nach Aktien und Branchen zu suchen, die dann in dieselbe Richtung wieder gehen. Ja. Dass das hier einfach so wie Butter durchgeht, glaube ich nicht oder lange Trends, aber wir sind in der Marktphase in dem Jahr. Von der Saisonalität her, die uns sagt, okay, eigentlich müsste das jetzt funktionieren, dass man eher in die Long-Richtung geht. Aber das Timing ist trotzdem wichtig und es schmerzt, wenn man wirklich in den Ferien gewesen ist und nicht hier alles mitnehmen konnte. Ja, wenn man vielleicht nicht 100% dabei ist. Deshalb sage ich immer, schaut euch das an. Die Phasen sind immer dieselben und der Herangehensweise ist immer dieselbe. Widerstand und Unterstützungszonen da, was dann halt passiert, die einzelnen Kerzen. Gaps oder so und so weiter. Von daher, im amerikanischen Markt bin ich sehr positiv für den amerikanischen Markt. Der deutsche Markt sieht auch nicht so schlecht aus. Aber man muss sich gar nicht so mit dem deutschen Markt befassen, weil die amerikanischen Märkte zurzeit stärker sind als die deutschen. Von daher kann man das Arbeitspensum am deutschen Markt sagen, nee, muss ich nicht, wer nicht die Zeit hat und konzentriert sich auf die starken Märkte. Also das ist definitiv die Technologiebranche. Ja, das sind ja viele Aktien drin. Das ist hier der Branchen-ETF. Und man sieht, das ist hier dieser Outperformer und Underperformer-Indikator, der hier oben, der von mir und Markus Runau zusammen entwickelt wurde. Und immer wenn das Ding blau ist, ja, hier oben, also hellblau,
Dann gibt es noch dunkelblaue und hellblaue Linien. Dann wird das interessant, weil das dann einer Outperformance vorliegt, ja, zu der Benchmark. Und natürlich muss man dann nicht einfach reingehen, wenn es hier blau wird und dann handeln, sondern dann die entsprechende Strategie, die dahinter ist, wenn es aus einer Korrektur kommt, dann hineinzugehen. Oder wenn der Markt stark überverkauft wurde. Ja, es gibt bei mir zwei Signale. Das ist einmal trendfolgend. Das bedeutet, wenn es eine dynamische Bewegung in die Long-Richtung gegeben hat, warte ich auf eine Korrektur und versuche innerhalb dieser Phase, wenn es eine Umkehr mit einer starken Kerze gegeben hat, zum Beispiel, dann in die Long-Richtung zu gehen. Unabhängig davon, ob der Markt vorher hier einen Trend hatte. Also ein Trend wäre ja dann so, das wäre eine Trendbestätigung und die meisten steigen dann da ein. Mich interessiert eigentlich nur eine Dynamik, Korrektur und dass der zweite Anlauf, wenn die Korrektur beendet ist, wieder in die Long-Richtung geht. Und das Gleiche zählt für den Short-Bereich auch. Das ist das sogenannte P1-Signal, also trendfolgend bei mir. Es gibt aber noch ein P3-Signal und das P3-Signal hat eigentlich folgendes, einen starken Abverkauf und dann unter das untere Bollinger Band zu gehen und dann ein Reversal zu setzen. Ja, und das in Verbindung mit Unterstützung und Widerstand, das ist bei mir das sogenannte P3-Signal, dann kann man auch über verkaufte Märkte handeln und zwar natürlich meistens dann in die entgegengesetzte Richtung. Dafür ist aber ein Schwung in die entgegengesetzte Richtung. Das Signal ist schwerer zu handeln, braucht man ein bisschen mehr Erfahrung, aber wenn die Märkte seitwärts laufen, ist das halt eine ganz nette Sache und das habe ich halt, sage ich mal, im deutschen Markt versucht aufzunehmen. So, von daher, die Branche ist toll, Technologie, aber auch hier müssen wir auf eine Korrektur warten. Bei dem ETF sehen wir ja heute, es ist ein bisschen uneinheitlich. Wir haben einen neuen Höchstkurs gemacht, sind aber nicht drüber hinaus. Wo könnte das Ding wieder runtergehen? Wir haben zum einen hier einen Gap, einen Aufwärtsgap. Ja, das müsste dann bis hier unten, würde hier eine Base hier unten bieten. Ich sage ja immer, Kurslücken bieten Unterstützung oder Widerstand in den Zonen am Hoch und am Tief. Wir haben natürlich hier auch ein erhöhtes Volumen. Von daher wäre das hier eine super Unterstützung. Aber ich glaube nicht, dass es so tief geht. Und wir haben hier nochmal ein erhöhtes Volumen. Ja, man sieht es hier bei dieser Kerze. Das ist hier dieser Umkehrbereich. Von daher rechne ich damit eventuell, dass der Markt bis darunter kommt. Und sollte dann hier eine starke Kerze, das ist immer das Gleiche, bis hin, dass wir hier aus der Korrektur sind, würde ich hier nach Technologieaktien suchen. Die zweite Branche, die lässt uns auch überhaupt nicht los, ist die Kommunikation, Communication. Läuft aber auch seitwärts, gar nicht mehr so stark, zählt aber mit zu den starken Branchen und hat auch in der letzten Woche 5% gemacht. Wie sieht's da aus? Bin ich jetzt nicht so happy mit, mir hier jetzt irgendwelche Kommunikationsaktien reinzulegen. Warum? Das seht ihr selbst. Wir haben hier doch verschiedene Widerstände, wo der Markt immer wieder abprallt. Wir haben hier Gaps, das seht ihr auch, also aufsteigende Gaps, die vielleicht als Unterstützung dienen können. Wir haben hier nochmal einen Aufwärtsgap. Das bedeutet, wenn ich einsteigen würde gerne in so einen Märkten, dann ist mir die Distanz hier hoch ein bisschen wenig, wo der Markt denn schon reagieren könnte. Das kann natürlich in den Top-Aktien besser aussehen. Aber ich erwarte dann doch eher, dass der Markt hier nochmal zurückkommt, hier reinläuft und dann nochmal eine Reaktion eventuell zeigt. Sieht nicht so schön aus. Würde ich eher bei den Technologieaktien bleiben. Man muss ja auch nichts konstruieren. Also warten muss ich so oder so, ein oder zwei Tage. Wir gehen mal aufs Gold. Dann nehme ich mal den Future. Gold war auch witzig, hier sieht man mal die Zeichnung vom letzten Webinar, was ich gesagt, was da so ungefähr möglich gewesen wäre. Da habe ich gesagt, okay, wenn der Markt mal drüber hinausgeht, dann würde ich auf eine Rückkehr warten, um dann wieder reinzukommen. Es gab gar keine starken Kerzen mehr hier im Bereich, alles deutlich unentschlossen, aber nichts mit Powerkerze. Also von daher hat sie zeitlich nicht hingehauen. Bei so einem Ausbruch möchte ich keinen Ausbruch handeln, sondern ich handle eher dann, wenn der Markt zurückkommt. Hier war eine tolle, interessante Zone, weil wir ja so eine Widerstandszone hier verlassen und durchbrochen haben, aber
Markt hat in der Tiefe nicht reagiert, im Gegenteil, ist weiter abgesackt. Ich mache jetzt mal die Zeichnung hier raus. So, alle Objekte entfernen. Tschüss. Was mache ich jetzt, wenn ich Gold habe oder Gold mir Aktien zulegen möchte oder Xetra Gold oder sowas zulegen würde? Dann würde ich erstmal warten, was der Markt hier ungefähr in dem Bereich macht, bei diesem 200er und hier unten. So, und dann sieht es aber auch nicht mehr so trendmäßig aus. Das heißt, wenn hier eine starke Kerze kommt, dann wäre ich bereit, nochmal hier in die Richtung zu gehen. Wir sind auf der Inflationsseite, was die Kennzahlen anbelangt, ja natürlich etwas besser geworden. Aber es läuft nicht alles so in die eine Richtung, so wie die Fed es gerne hätte. In Deutschland und in Europa sieht es schon ein bisschen besser aus. Das ist toll, ist aber eine Sache, die nur eine Tendenz hergibt. Ich muss mich ja nach den Charts richten und im Moment ist Gold halt einfach abverkauft worden, weil halt die Zinssituation etwas besser geworden ist. Ob das so bleibt, werden wir sehen nach den ganzen Earnings, also den Geschäftszahlen, die ja heute massiv auch im DAX heute waren, muss ich das mal quer mir anschauen, wie das überhaupt aussieht. Aber der Chart gibt hier die Musik an, den Ton, deswegen haben wir hier auch nichts abzuerwarten. Wir warten mal ab, was hier passiert und dann wäre das eventuell eine Möglichkeit, nochmal zu den Anlauf zu machen, um vielleicht hier im Gold etwas höher zu sein. Das kann man dann auch mit einer entsprechenden Goldaktie eventuell umsetzen. Aber auch jetzt ist hier noch etwas abwarten angesagt. Dann gucken wir uns mal den Dow Jones an. Spannend. Auch er hat hier dieses, was ich gesagt habe, diese Ausverkaufssituation gehabt hier am Außenbollinger Band unten rein, raus, dann hier positiv rein. Und das auf einer Unterstützungsebene wäre eine Möglichkeit gewesen, um hier nach amerikanischen Aktien, die im Dow sind, den handle ich aber nicht selbst oder so, weil es meistens immer nur von ein, zwei Aktien diktiert wird, die ganz oben stehen, von einer Kapitalisierung her. Und von daher ist das dann für mich nicht ganz so interessant, sind ja auch nur 30 Aktien drin. Der Roland fragt, benutzt du auch Heikin Aschi-Kerzen? Ist eine gute Sache. Also Heikin Aschi können wir ja mal kurz umschalten. Ihr kennt ja auch, das sind ja die normalen Kerzen, die kennt man auch jemand. Jeder die normalen Kerzen. Heikin Aschi bringt etwas mehr Ruhe rein und berechnet halt die Kerzen anders in Bezug immer auf die vorherige Kerze. Gibt es dann eine Formel? Ja, ich habe die auch drin. Ich habe mir einen eigenen Algo damit zurechtgelegt, der im Hintergrund läuft, der das nochmal vereinfacht. Und man kann sehr gut sehen, und ich benutze es auch, um eine Korrektur zu erkennen oder überhaupt eine Tendenz in eine Richtung. Wenn der Markt hier korrigiert, dann ist es die Korrektur logischerweise, geht die in die grüne Phase über, dann ändert sich hier eventuell was. Das ist ein Punkt dafür auf jeden Fall. Es macht es einfacher, aber du kannst im Heikin Aschi halt nicht erkennen, wenn die, jetzt komme ich hier wieder nicht zurück. So, wenn die Kerzen ziemlich weit oben schließen, das ist nicht so gut zu erkennen. Von daher ist das, ich weiß, dass hier die Korrektur ist und hier wärst du halt beim Heikin Aschi einen Tag später, sage ich mal, drin. Hier sehe ich halt, okay, hier ist richtig Dynamik drin, der Markt hat voll durchgedreht, obwohl er tief war, hat ziemlich oben geschlossen. Das ist die sogenannte Powerkerze, die ich immer anspreche. Und das wäre ja dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt, versuche jetzt hier mal rein zu skalieren in den Markt, dass der so durchläuft, auch über einen 200er hopst. Es ist ja nie eine Punktlandung, was man im Chart sieht, aber ich weiß, okay, jetzt verarbeitet er das erstmal hier und was wäre möglich im Dow Jones? Ja, wo kommt man hier wieder zurück? Okay, hier haben wir Unterstützung, hier ist ein 20er, hier ist so eine Zone, wo es relativ kumulativ sein könnte. Wir haben extrem hohes Volumen ist es auch nicht. Wir haben hier ein hohes Volumen bei dieser Kerze. Wir gucken mal, was das genau ist. Das ist da, wo die blaue Linie liegt. Das heißt, ich rechne eigentlich nicht damit, dass der Markt so tief eintaucht. Irgendwo hier wird er vielleicht korrigieren und wieder stark sein. Aber wir brauchen den Dow Jones ja gar nicht, weil wir
haben ja die gleichen und besseren Voraussetzungen im Nasdaq und im Dings. Von daher gucken wir uns das hier an, damit ihr das lernt, das einzuschätzen. Aber ich konzentriere mich dann einfach auf Technologiewerte. Ja, wahrscheinlich machen es eher die großen. Hier haben wir Utilities. Und auch spannend zu sehen, diese Abverkaufssituationen sind sehr interessant. Deswegen guckt man sich so eine Märkte auch an. Das funktioniert relativ gut. Was ihr hier seht bei Utilities, hier war wirklich ein Extremabverkauf. Und ihr seht mit dem steigenden Verfall, seht ihr hier einen Anstieg im Volumen. Und natürlich greife ich nicht in so eine rote Kerze rein. Aber wenn ich das sehe, dass so ein Markt wirklich wegverkauft wird, dann ist es ja interessant zu sehen, okay, jetzt kommt mal eine positive Kerze. Und was ihr da sehr, sehr oft beobachten könnt, ist, dass es nie, also nie kann man nicht sagen, aber oft nicht im ersten Anlauf funktioniert. Ja. Das heißt, das wäre so diese typische P3-Ausverkaufssignal. Das heißt, das Volumen steigt an. Man kriegt eine positive Kerze, wo der Schlusskurs ziemlich hoch ist. Und meistens ist die Volatilität, das heißt die Schwankungsbreite, da auch sehr hoch. Ja. Und natürlich ist das hier kein Outperformer, den man handelt, ja, weil sie ist ja grau, das kennt ihr ja hier alles, aber das kann ja auch gar nicht, also oft nicht funktionieren. Wenn der Markt extrem abverkauft wird, dann sind die Märkte meistens Underperformer. Ja. Und deshalb bin ich da etwas vorsichtiger, auch was die Positionsgröße angeht. Aber man sieht hier einen kurzen kleinen Anstieg, dann wieder ein Abverkauf, aber generell bleiben die Kerzen, die Schlusskurse relativ hoch. Ne? So hier sowieso, das ist glaube ich fast am Tageshoch bei der grünen Kerze hier und bei den roten Kerzen seht ihr ja, die waren wesentlich tiefer, schließen aber im oberen Drittel und hier genauso. Und dann kommt so ein Tag, da war diese Kerze ja mal an dem Tief hier, war die tiefrot. Und dann, wenn man hier eine Position aufgebaut hat, ist man mit Sicherheit bei der einen oder Aktien wieder rausgeschmissen worden. Deshalb mag ich es gerne im zweiten Anlauf. Man weiß nie, ob es ein oder zwei Tage dauert. Manchmal dauert es 10 Tage, bis so ein Anlauf aus der Seite wiederkommt. Außerdem ist die Kerze relativ hoch. Deshalb würde ich, wenn ich so hier bei dieser Kerze mich entscheide, den Markt jetzt mal zu screenen nach Utility-Werten und da nur die besten zu nehmen. Zu gucken, okay, die Positionsgröße zu reduzieren auf jeden Fall. Ja, und Ziel ist dann eigentlich immer so der 20er Durchschnitt und hier einen Teilverkauf zu machen, also auch in der Aktie, logischerweise. So, wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir eigentlich eine gute Situation. Also wir sehen hier, der Markt kommt nach oben, bleibt hier hängen, hier oben an dem Widerstand, kommt zurück und jetzt warten wir eigentlich nur, bis der Markt hier wieder sich positiv positioniert, indem er uns eine schöne Kerze bringt und zwar vielleicht am 20er und oberhalb dieser Unterstützung. Dann kann man starke Utility-Aktien vielleicht reinnehmen, um den gleichen Move nochmal zu machen. Das wäre jetzt eine Option, weil der Indikator wieder auf Outperformer gegangen ist. Ist natürlich schlechter als die Technologiewerte, deswegen sage ich, konzentriere mich auf die Technologiewerte in der Regel. So, S&P 500, ihr seht, wir haben ja nur die Amerikaner oben. Da fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl, weil ja hier auch schon relativ viel abverkauft wurde. Wir haben hier ein extrem hohes Volumen am 19. Oktober. Wenn man das mal hier auf das, die Kerze auf das Hoch legt, dann sind wir noch da drüber. Wir tanzen da noch rum. Die wird vielleicht auch nicht die große Korrektur kommen, aber bis jetzt war ja noch keine da. Wir haben hier keinen Schlusskurs tiefer als das Tief dieser Tageskerzen. Vielleicht geht es noch ein bisschen höher. Heute schwächeln wir etwas, vielleicht kommen wir etwas runter. Würde ich halt den anderen Markt, den Technologiemarkt bevorzugen. Hier sieht es nicht ganz so toll aus, wie sage ich mal oben im Nasdaq-Bereich. Was haben wir hier vorliegen? Ich glaube, es ist Financial. Genau, Financial. Ja, brauchen wir nicht viel sagen. Wir sind in diesen Finanzaktien hier mit so einem Gap. Und hier kann man mal schön sehen, ein Beispiel, das ist nicht nur gesagt, was ich da erzähle, sondern dass so ein Gap aufgrund dieser Marktsituation immer eine tolle
Unterstützung hat, auf jeden Fall reagiert der Markt drauf. Ihr seht ja, hier entsteht ein Gap zwischen diesen beiden Tagen. Dann kommt er an den SMA 200 und da gibt es Kursreaktionen meistens. Ja. Und es ist ja auch egal, ob das immer stattfindet. Für mich ist es einfach wichtig und ihr solltet einfach bedenken, da kann es zu Kursreaktionen kommen und es wäre doch schön, wenn ich jetzt long gehen würde, meinetwegen mir so etwas nicht im Wege stehen würde, wenn man sowas sieht. Ja, natürlich kann man sich ärgern und sagen, nee, das habe ich jetzt nicht gemacht und der Markt geht wie Butter durch. Ja, mein Gott, aber wie oft macht er das nicht? Und das ist halt ein festes Regelwerk. Dann sage ich mir halt, nee. Und die andere Regel ist, wenn man das nicht aushält und sagt, nee, aber das ist so ein Setup, ich muss jetzt dabei sein, dann bitte das Gehirn einschalten und sagen, ich nehme meine Positionsgröße zurück, ich nehme nicht 5.000 Euro, 2.300 Euro, keine Ahnung, ich reduziere mein Risiko und nehme weniger Geld für diesen Trade. Das ist ganz wichtig, ja, weil wird mir ja zustimmen, dass der Trade vielleicht nicht so aussichtsreich ist wie vielleicht der, wo man genau auf so eine extreme Ausverkaufssituation mit einem erhöhten Volumen am Tief, ja, muss man sich mal fragen, wer kauft denn bei einer tiefroten Kerze am Tief? Also als Tageshändler, so wie ich zum Beispiel, nicht, weil ich ja nicht weiß, ob es das letzte Tief ist, weil wenn es diese Kerze wäre, dann würde ich irgendwie in die Röhre gucken. Deswegen ist es schon interessant, dass hier in dieser Situation, wo die neues Tief gemacht wurde, das Volumen erhöht ist und am nächsten Tag genau das Gegenteil passiert. Das könnt ihr euch anschauen. Also, und hier seht ihr, über dem geht der Markt hier rein, an dem nächsten Tag in das Gap rein, schließt aber drüber. Dann geht er rein, bleibt drin, schließt aber genau auf diesen Gap hoch. Heute auch, geht er ein bisschen tiefer, schließt aber wieder hoch. Der Markt reguliert sich jetzt an diesem Punkt ab. Und das ist spannend an diesem. Wenn ja heute ist ja positiv. Wir haben gesehen, andere Kerzen, andere Märkte, andere Branchen waren heute negativ. Ist das vielleicht ein Punkt, wo der Markt sich beruhigt? Man sieht ja, das Volumen war hier leicht erhöht an dem Hoch und dann geht es eigentlich rapide bergab. Und sollten wir hier, wenn der Markt wieder steigt, vielleicht heute noch, so viel Volumen ist da nochmal nicht, ein steigendes Volumen noch haben, ein bisschen, dann haben wir vielleicht den Weg frei bis zu dem nächsten Punkt. Von daher finde ich, ja, weil sie auch gerade frisch wieder Outperformer geworden sind, die Finanztitel, Finanzen, ganz interessant, werde ich mit Sicherheit auf dem Schirm haben. Okay, was haben wir hier noch? XLY. Oh. Consumer Discretionary ist jetzt auch schon der Drops ein bisschen gelutscht. Da sehen die anderen besser aus, einfach brauche ich nicht. Und jetzt kommt der erste deutsche Markt, der SDAX. Ganz schön durchgeschüttelt worden, hat aber auch diesen Move mitgemacht, man sieht das. Man muss sich aber, wie gesagt, nicht damit befassen, weil ist ja schon gelaufen, das Ding. Wäre ich im amerikanischen Markt auf jeden Fall besser unterwegs. Dann gibt es aber auch Branchen, die sind schlechter als der SDAX, und zwar amerikanische Branchen. Consumer Staples. Ja, das sind, glaube ich, die Defensive, also die ein bisschen ruhigeren, ist auch ein Outperformer noch und war lange, lange, lange Underperformer. Man sieht eigentlich, wie man sich gar nicht mit dem Wert hier beschäftigen muss. Wenn man den Indikator sieht, guckt man sich eher die an, die Outperformer sind. Ist interessant, trotzdem, weil wir auch hier diese Ausverkaufssituation am 6. Oktober schon hatten. Und auch hier ist das Volumen extrem hoch gewesen. Und hier hat sich so eine Base gebildet. Und hier auch, hier war es wieder so, an dem Tag ging es am nächsten Tag mit einem starken Kerze nach oben und dann wieder nach unten. Am zweiten, dritten, vierten Tag wieder nach oben. Und diese Marke war einfach interessant. Also man hatte hier mehrere Möglichkeiten auch reinzukommen. Und mir würde diese Situation am besten gefallen, wenn man dann schon wieder leicht in diesen Outperformance-Bereich reinkommt und gesehen hat, dass diese Unterstützungszone einfach gehalten hat. Wenn ich jetzt diesen Markt unbedingt handeln möchte, dann war ich jetzt dynamisch in die Long-Richtung. Das ist die dynamische Bewegung, was ich gesagt habe, Long. Jetzt sind wir in einer zeitlichen Korrektur, die geht so ein bisschen seitlich. Und wenn da jetzt nochmal ein bisschen zurückkommt, und hier nochmal das entsprechende Volumen und vielleicht anzeigt, dann kommen wir in einen Bereich rein, der dann vielleicht wieder interessant ist. Ja, Moment, brauche ich nichts machen. Bis jetzt ist die Financial-Branche eigentlich die Einzelbranche, glaube ich, die heute stark ist.
Mein Lieblingsmarkt, der Tech DAX, ja, der ist zwar nicht so gefragt im Moment, aber der hat auch kräftig mitgemacht, angetrieben vom amerikanischen Markt wahrscheinlich auch noch. Auch hier gab es gar nicht ganz so klar wie beim Nasdaq. Hier hat hier so eine Unterstützungszone. Hier, die ist wirklich ja, mal im Aufwärtstrend gewesen. Wir haben das hohe Volumen, ist viel weiter oben. Also wir haben hier nicht so die Anhaltspunkte gehabt wie im amerikanischen Markt und sind insgesamt auf jeden Fall eher nach unten unterwegs. Ja, also einsteigen jetzt im Markt sehe ich gar nicht hierbei. Von daher brauchen wir da nicht weiter darauf eingehen. Silber würde ich jetzt auch nicht drauf jumpen. Also ist der 200er im Weg. Der Markt hat immer am gleitenden Durchschnitt hier seine Reaktionen gezeigt. Da muss ich gar nicht viel zu sagen. Das seht ihr selbst. Wenn ich long gehen will, muss ich diese Zone verlassen. Das heißt, ich muss hier mal rauskommen, um hier wieder ein bisschen Platz zu haben. Habe ich nicht. Für Short sehe ich hier auch keine Ambition. Silber ist erstmal nix. Und jetzt haben wir Gesundheit. Ja. Hat er auch die Widerstandszone, die Unterstützungszone verlassen und ist jetzt quasi da hineingelaufen und ups, reagiert der Markt. Also wer hier unten eingestiegen ist, das mit so einer Ausverkaufssituation, wie ich meinte, die zu verschiedenen Zeiten bei den Märkten stattgefunden hat, also im Branchen, ihr seht, jetzt sind wir vom 30. Oktober reden wir, die Branche, die ich davor angesprochen habe, war am 6. Oktober. Das heißt, es gibt wirklich diese Branchenrotation und wenn man da ein bisschen aufpasst, dann kann man das relativ gut abschätzen vom Timing her. Gucken, wo sind wir hingelaufen? Man ist ja auch nicht blind in der Hinsicht. Wir sind wirklich hier hingelaufen, wo der Markt hier extrem hohes Volumen hat. Und guckt mal, wo der hier raufläuft. Und auch hier steigt das Volumen wieder an. Natürlich steige ich nicht hier in so einer Kerze ein, aber die Kerze finde ich schon positiv. Und wer die nicht gekriegt hat, der kann sich hier noch wohlfühlen. Also hier nach Gesundheitswerten zu suchen. Ziel ist immer, wie gesagt, der 20er und ich muss damit rechnen, dass der Markt aber hier schon hätte wieder abdrehen können. Deswegen wäre ich mit Stops sehr eng dabei. Ja, und jetzt wird man sehen, dass der Markt vielleicht eher in die Seitwärtsphase geht. Da ist also schon vorbei mit lustig. DAX Future. Jo. Da muss man ja eigentlich auch nicht viel zu sagen. Sehr dynamisch unterwegs gewesen. Ich glaube, heute mit den Earnings-Zahlen, ich weiß gar nicht, habe die gar nicht verfolgt. Da sieht man, dass der Markt auch sehr uneinheitlich ist. Es ist auch in die Outperformance-Zone gekommen. Viele Märkte sind wieder in den Bereich der Nulllinie gekommen zwischen Outperformance und Linie. Also die breite Masse wurde einfach jetzt mal wieder etwas hochgekauft. Die Branchen, die jetzt wirklich gut laufen, müssen sich jetzt noch ein bisschen herauskristallisieren. Technologie ist halt immer noch vorne, deswegen ist der Markt für mich eigentlich gar nicht mehr interessant. Und wir sehen, es gibt auch noch Industrial, also die Industrie in Amerika als Branche, die ist schlechter als der DAX. Wenn man sich mit so einen Werten, brauche ich mir gar nicht befassen. Wir sehen, nach oben haben wir einfach etwas gegen uns, einen Widerstand, da ein 200er. Wir haben hier ein Gap, es war zwar ein Aufwärtsgap, ihr seht es hier. Ja, so. Der Markt reagiert darauf, ist da drin, könnte sich als Widerstandszone etablieren. Wir haben hier auch kein erhöhtes Volumen in der Zone, wo wir sagen, es geht jetzt hier weiter nach oben. Das ist mir zu viel Hindernis da hinten. Also ihr versteht das Prinzip. Immobilien sind gut gelaufen. Aber auch genau bis zu dieser Zone, wo die Widerstandszone ist. Und wir kommen jetzt nach diesem Aufwärtsgap in diesen unteren Bereich rein. Werden mal sehen, was die da machen. Und das spielt ja, ihr wisst selbst, Immobilien hängen zusammen mit den Zinsen, Baukosten und so weiter. Könnte, wenn hier eine positive Kerze heute noch irgendwie zustande kommt, spannend werden. Wenn diese Unterstützung hält, dann könnte der Markt hier wenigstens reagieren. Wir wissen, hier haben wir noch einiges gegen uns, das wissen wir auch. Also von daher würde ich da weniger Positionsgröße nehmen. Aber mein Prinzip bleibt ja, ich möchte gerne in trendfolgenden Sachen unterwegs sein, und zwar die Werte, die stark sind.
Und jetzt kommt eine Überraschung. Wir haben einen amerikanischen Index hier unten, und zwar den Russell. Und das ist ja mal interessant, weil auch der ist zwar stark gestiegen, aber hat das gar nicht so mitgemacht. Also ihr seht ja, im S&P 500 sind wir jetzt in einer kleinen Seitwärtsbewegung, einer Korrektur gewesen. Und jetzt hier sind wir wirklich ja, weit, weit abverkauft worden. Noch hier war ein steigendes Volumen. Und ich habe mich darum mit Markus Runau unterhalten und gesagt, Mensch, das ist komisch, dass die kleinen Werte jetzt hier so abgestraft werden. Wir haben hier auch gar kein richtiges Signal, außer diesen Doji, den der Roland hier auch schon erwähnt hat bei Heikin Ashi. Ja. Aber auch hier ist ein Doji zu sehen, ein hohes Volumen. Da wäre ich jetzt immer noch vorsichtig, aber die Kerze war jetzt nicht so schlecht, um nach Werten zu suchen, die nach so einer Ausverkaufssituation in einer Unterstützungszone, wenn wir mal schauen, sind wir ja doch schon so ein bisschen drunter gelaufen. Und die Reaktion war schon extrem. Ja? Also zweimal ein Aufwärtsgap, zack hier und zack da. Ein bisschen genauer müssen wir schon sein vom Hoch. Und wir sind da reingelaufen, haben aber keine positive Reaktion gezeigt und haben vielleicht heute sogar werden drunter schließen. Das heißt für mich, die kleineren Aktien beim amerikanischen Markt werden vielleicht noch ein bisschen durchgereicht. Vielleicht haben wir hier die Chance nochmal, dann die eine oder andere beste Aktie aus dem Russell, sprich die beste Branche zu nehmen. Und ich muss sagen, es geht immer die Branche vor dem Index. Also die Auswirkung für die Aktie ist ja selber, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Bankaktie, eine Commerzbank oder so, eine Nachricht rausgibt, die ist gut oder nicht und man interpretiert die, dann wirkt sich das auch immer meistens auf die Mitaktien aus. Und von daher ist das halt, hat das halt eine höhere Wertigkeit. Ja. MDAX, der kleinere MDAX. Ja. Da muss ich nicht dabei sein. Für mich wäre interessant, wenn er hier nochmal ein, zwei Tage was macht und dann wieder zurückkommt. Dann wird es vielleicht mal spannend für den MDAX, aber es bieten sich andere an. Ihr seht doch, er ist nicht wirklich jetzt hier, er ist im Outperformance-Bereich lange nicht gewesen und von daher braucht er vielleicht noch ein bisschen Zeit. Und jetzt kommen wir zu einem ETF, der die Anleihen zeigt. Und das ist lustig, weil wir haben uns letztens mal darüber unterhalten, ich glaube auch vor 4 Wochen, wo der Bereich sein könnte, wo der Markt drehen könnte. Das hängt ja auch mit den Zinsen zusammen. Und da hat sich die Landschaft ein bisschen aufgehellt. Wir sehen auch hier an dem Tag am 19. Oktober das extrem hohe Volumen. Dann kam eine positive Kerze, die ist noch nicht ganz so positiv. Dann eine etwas bessere, die ist schon etwas positiver, dann eine ganz positive, dann eine Korrektur. Und interessant wäre diese Kerze für mich gewesen, weil ich ja ungern am Hoch einsteige, wenn der Markt schon 2, 3 Tage gestiegen ist. Ja. Die Chance war gut, die ist auch super, aber leider haben wir am nächsten Tag hier so ein fettes Gap gehabt. Ich glaube, da wäre ich nicht in den Markt reingekommen, weil ich mir immer ein Limit setze. So die Preise, ich bezahle nicht jeden Preis, sondern nur einen bestimmten Preis. Ja. Geht ja auch nicht in den Supermarkt und kauft einen Sack Kartoffeln für 10 Euro, wenn er sonst 2 kauft. Von daher ist es bei der Börse nichts anderes. Also hier können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Markt vielleicht ein bisschen was gibt. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Rückschlag. Von daher würde ich dann wieder hier warten, bis der Markt etwas zurückkommt. Und das sind die 20-jährigen Anleihen, die hier quasi dargestellt werden. So, dann haben wir noch Basic Materials. Da hängt der Gold mit bei und noch ein paar andere Sachen. Auch nicht gut gelaufen, sieht auch nicht toll aus, befasse ich mich gar nicht mit. Dann haben wir hier noch Energie. Auch das war nicht gut. Ja, im Energieindex sind ja auch Ölwerte drin. Öl war ein bisschen schwächer. Und auch die ganzen Solarwerte sind auch nicht mehr so gut gelaufen. Also das ist, da sind 2 Gebiete mit drin, die in diesen Branchen-ETF, die halt sich gegenseitig vielleicht ein bisschen aufheben. Von daher muss man da ein bisschen differenzieren. Und jetzt kommt der interessantere Teil, und zwar der Volatilitätsindex. Den finde ich halt auch mega spannend. Wenn die Volatilität hoch ist, das wisst ihr, dann ist es der Nährboden meistens von einer Korrektur. Bedeutet,
Wenn das Ding also hier extrem ansteigt, wir waren ja lange auf einem etwas niederen Niveau, dann besteht eine hohe Gefahr. Und interessant war es in dem Moment, wo wir hier so ein neues Hoch hatten. Das hat nicht gleich funktioniert, aber es passt sich fast an mit dem Anstieg der letzten 6, 7 Tage im Markt. Ja, und dann sehen wir halt einfach so einen Verfall. Wie geht das ungefähr weiter? Naja, wir können damit rechnen, dass das hier ein bisschen sich verlangsamt und dann wieder ein bisschen in die Seitwärtsphase geht. Aber wenn wir jetzt niedrig sind von der Volatilität, was kommt dann? Meistens wieder ein Anstieg. Das von daher muss man sich das ein bisschen mit hineinbeziehen, wo die Volatilität hingeht. Und im Moment ist sie fallend, fällt immer noch, wie man sieht. Dann sollte es hier zu einem Anstieg wieder kommen, zu starken Kerzen, dann sollte man aufpassen. Ja, wenn sich das natürlich deckt mit Widerständen am Hoch, dann ist es kein Zeitpunkt, um in den Markt zu gehen. So, jetzt haben wir die Branche mal durchgezeigt und jetzt zeige ich euch mal, wo ich im Trade Scanner die Aktien gefunden habe, die ich gehandelt habe. Und zwar, das war mal aus dem TecDAX. Interessant. Moment. So, das ist der Trade Scanner. Ich möchte aber jetzt mal eine Aktie sehen aus dem Trend-Long-Bereich. Dauer-Trend-Long. Suche, ich möchte euch das einfach nur mal zeigen, den Chart. Das ist ja schon ein paar Tage her. Eckert und Ziegler Aktie, Punkt Xetra. Damit kann man sich zum Beispiel auch andere Einstiegssignale angucken. So. Und dann schaut euch mal die an, die ist natürlich ausgebombt. Früher war die mein Liebling, ja, aber die hat eine gewisse Reiz für mich, sage ich mal, sagen wir mal so. Und die hat im Endeffekt das Gleiche gemacht, wie ich das auch so bezeichne. Das sind hier die Einstiegssignale, das ist hier der Stop-Bereich, das ist der die Einstiegskerze. Natürlich haben wir hier nur ein CAV von 0,41, aber der Markt ist relativ schnell reingelaufen und der Markt geht dann auch nicht wieder zurück oder so, sondern der kann natürlich auch da durchgehen. Dann bin ich noch drin im Trade. Ich zeige euch das mal im Agena Trader im Chart, die Eckert und Ziegler Aktie. So, EUZ.de. Damit ihr sehen könnt, dann seht ihr das gleiche Bild, das ist manchmal einfacher fürs Auge, obwohl das keine Rolle spielt. So, das ist der Kurs heute, der ist nochmal richtig abgegangen. Was mich genau nach dieser Analyse wieder, wir haben hier einen Aufwärtsgap, da scheint sich die Situation bei der Eckert und Ziegler Aktie ein bisschen geändert zu haben. Das war eine Indikation für mich. Und was ich sehen wollte, ist, dass der Markt nicht mehr unter diesen Punkt hinausgeht. Also, dass man quasi die Oberkante als mögliche Einstiegsvariante sieht. Da, eine starke Kerze war ja überall nicht zu sehen. Die war eine gute Möglichkeit, um in den Markt hineinzukommen. Ich habe mich aber nicht so richtig getraut. Ich bin dann erst an diese Kerze genommen und habe das als Einstieg genommen und bin mit einer Teilposition relativ schnell in den Gewinn gelaufen. Die Zone war ungefähr hier. Und bin dann ausgestoppt worden. So, aber da das ja trotzdem interessant bleibt, die Eckert und Ziegler Aktie, ist die dann in der Watchlist. Das heißt, ich schmeiße die nicht weg und muss dann einen neuen Scan-Prozess machen, sondern das Einstiegssignal im Trade-Scanner bei mir war dann diese Kerze, die auch ein bisschen hoch war, eigentlich ein bisschen zu viel, aber bin dann halt über diesem Hoch hinein und das ist im Moment die Situation der Eckert und Ziegler Aktie. Von daher, die werde ich mir auf jeden Fall eine Weile auf den Schirm bringen. Vielleicht packt es dir, sag ich mal, diesen 200er zu nehmen. Wenn ich die jetzt nicht hätte, würde ich die nach dem Tag jetzt nicht kaufen. Warum? Naja, es kommt mir ein Widerstand entgegen und der 200er. Aber das könnte sein, dass die bei der Aktie sich eine Situation vielleicht im Geschäftsgebaren ändert. Und von daher ist es ja interessant, die weiter auf dem Schirm zu haben. Kommt sie wieder zurück? Macht wieder eine Umkehr, kann ich die nochmal aufnehmen. Hier wäre ich vorsichtig und warte dann, bis sie irgendwann durchgeht. Also das war die Eckert und Ziegler Aktie und im amerikanischen Markt aus dem Nasdaq hatte ich die Marriott Aktie. Die packe ich hier schon mal rein, dass ihr die seht.
als kleinen Schwung und dann zeige ich euch die noch im Trade Scanner. Ich glaube, das ist MAR gewesen, MAR.us. So, zack. Da, nee, nicht US. Doch, US. Ist es die Marriott? Ja, die ist es. Das ist aber nicht das P3-Signal. Ich muss euch das P3-Signal zeigen. Ich war im falschen Signal. Ausverkaufssituation, Countertrend Long. Sorry. So, und das war dann das Signal im Xetra nach dem kleinen Ausverkauf. Nicht Xetra US, wir sind ja im amerikanischen Markt. So, da haben wir das. Und ihr seht auf Anhieb, warum war das interessant? Klar war die Nasdaq vor 3-4 Tagen schon gestiegen, aber noch nicht so viel. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine starke Kerze. Wir sehen erhöhtes Volumen. Wir sehen den 200er, der da eine Reaktion auf jeden Fall hervorgerufen hat. Und wenn ich nach links weitergehe, dann sehe ich hier auch noch ein hohes Volumen, was da quasi da. Und wenn ich da rechts schaue, dann ist das im Endeffekt wie so eine Unterstützungszone. Und das sind im Endeffekt konkret die Punkte. Realisiert habe ich hier am 20er einen Teil und der Rest der Position läuft weiter. So, Stop drunter. Fertig. Also, das war das P3-Signal dazu. Heute ein Morningstar, oder? Gucken wir mal rein. Schauen wir mal. Puh, Morningstar gucke ich mir nicht an, Roland. Mich interessiert eigentlich nur eine Kerze, die halt, wo der Schlusskurs nah am Hoch ist oder wo der Schlusskurs nah am Tief ist. Das kennst du ja. Die Kerzen, das sind Kerzen, die kann man als Umkehrstab bezeichnen, weil sie ja schon viel tiefer waren und so weiter. Es gibt aber Kerzen, die schließen am Hoch, so wie die. Sowas interessiert mich. Und dann ist die Position entscheidend, wo das passiert. Wenn es oben passiert, das ist nicht so interessant, als wenn es unten passiert. Also es hat nach einer Korrektur. Diese starken Kerzen sind interessant, wenn sie in so einer Korrektur stattfinden. Und umgekehrt genauso sind die diese roten Kerzen, diese starken roten Kerzen interessant, so wie hier, wenn es nach einer Korrektur passiert. Dann wird es interessant. Ja, hier ist auch so eine Kerze, wenn ich dann in die Short-Richtung gehen will. Es bleibt immer das Gleiche. Ja, es ist immer das gleiche Setup. Wie gesagt, ich brauche keinen sauberen Trend dafür. Wichtig ist Unterstützung, Widerstand, Gap, 200er schaue ich mir an und die entsprechende Kerze und das Volumen. So. Warum ist es, passt es oft? Weil die Sachen nicht alle voneinander abhängig sind. Also Volumen hat ja nur nichts mit Wochenwiderstand zu tun. SMA 200 oder Outperformance zum Beispiel und all die Dinge, wenn die ungefähr in einer Zone stattfinden, dann weiß ich ungefähr, dass da eine Reaktion stattfinden kann. Das ist ja alles das, was zählt. Du meintest Eckern und Ziegler. Okay, dann gucken wir da nochmal drauf. Du meintest Morningstar. Hast du gesagt Morningstar? Okay. Eckert und Ziegler. Ja, wie gesagt, da gucke ich nicht drauf. Für mich war nur wichtig, dass diese Kerze nicht unterschritten wird per Schlusskurs. Warum? Weil sie sehr negativ war. Das ist eine starke rote Kerze, die nah ihren Schlusskurs am Tief hat. Sieht man ja hier. Und was auch auffällt, dass das Volumen etwas erhöht war, sodass, wenn der Markt hier drunter schließt, das eine gewisse Signifikanz hat. Hat er aber nicht gemacht. Also er ist drüber geblieben. Von daher brauchte ich da mit meinem Stop nicht rumwursteln. Und heute bin ich überrascht worden mit diesem positiven Move, muss aber damit rechnen. Ja, ihr seht hier, die waren hoch und das Volumen extrem hoch gewesen. Danach ist abgedankt worden. Das heißt, das wird nicht wie Butter da durchgehen. Und ihr seht, die Reaktion war schon ein bisschen da. Vielleicht mache ich einen Teilverkauf, setze mir hier einen Preisalarm in die Mitte. Will ja nicht wieder alles abgeben. Ihr müsst mal bedenken, die Prognosefähigkeit von
Von Aktien, wo sie hingehen, ist extrem schwierig, weil die hängt ja von vielen Sachen ab, die man ja selber gar nicht durchschaut. Also. Und von daher kann man das, je kürzer der Rahmen ist, besser prognostizieren, was passieren kann vom Szenario, als wenn ich jetzt sage, ja, aber in 4 Monaten könnte ich auch da oben stehen. Ja, aber bis dahin bin ich ja vielleicht nicht bereit, Gewinn wieder abzugeben. Und ihr müsst auch mal einen Gewinn realisieren, auch wenn die Aktie vielleicht danach noch 3, 4 Tage steigt. Wichtig ist ein festes Regelwerk. So, das haben wir. Für diejenigen, die jetzt noch nicht dabei sind, kann ich ja mal sagen, danke für die Fragen und die Anmerkungen, Roland und Andrea. Wer noch kein Konto bei FX Flat hat und Aktien handeln möchte und Lust hat auf den Trade Scanner, da kommt übrigens noch eine ganze Menge. Wir sind im Moment, deshalb bin ich ein bisschen weniger am Schreiben im Blog, im Trade Scanner und so weiter, wahnsinnig dabei, Neuerungen einzubauen, die grandios sind. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich hoffe, ich kann es euch bald präsentieren. Und wenn ihr kein Konto habt, eröffnet ein Konto über diesen Link. Den kann ich euch hier mal reinstellen. Dann bekommt ihr dauerhaft 10% auf den Monatsbeitrag. Da kann man nicht mehr heute einen Döner essen. Ich glaube, den kriegt man nicht mehr dafür. Kostet bei uns schon 7 € mittlerweile das Ding. Also krass, wenn man 14 D-Mark. Ja, Wahnsinn. Kann ich euch immer mal in den Chat reinschreiben, wer das machen möchte. Man kann das auch monatlich kündigen. Das ist gar kein Problem. Das funktioniert auch. Also man kann das testen. 2 Wochen auch kostenlos und muss dann aber bei Digistore kündigen. Das ist auch kein Problem. So, okay. Wer Fragen hat dazu, sich mit mir mal darüber austauschen möchte, wenn ich Zeit habe, können wir das gerne mal mit einer Zoom-Session machen. Hier ist meine Kontakt-E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de. Da kann ich euch den Trade Scanner vielleicht nochmal zeigen. Oder ihr stellt eure Fragen fürs nächste Webinar zum Beispiel, weil wir hören uns ja dann schon im Dezember. Es geht auf Weihnachten zu. Die Kleine hier bei uns, die hat schon angefangen, die Wichtel rauszustellen. Bei mir ist noch Wichtelverbot im Büro, aber die Wichtel kommen näher und auch bei euch. Und ich hoffe, ihr bleibt erfolgreich und ich konnte euch wieder etwas mitgeben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr gesund bleibt, erfolgreich seid, passt auf eure Positionen auf und bis zum nächsten Mal. So, Wolfgang, jetzt bist du dran. Ja, Carsten, vielen Dank. Gerne. Ja, auch vielen Dank an alle Teilnehmer, die ja, so lange auch zugehört haben. Wir hören dich wieder am 13.12., wenn ich mich nicht irre, um 19 Uhr, ne? Ja, machen wir doch, ne? Ja, Ja, ist so geplant. Ist so der geplant. Uwe hat gefragt, was ist mit demjenigen, die schon ein Konto haben. Schreib mich einfach mal an. Melde dich einfach bei mir, cb@tradercoach.de. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, treue FX-Flat-Kunden wollen wir ja auch nicht verprellen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Genau. Okay, dann ja. Okay. Allen Teilnehmern schönen Abend, viele erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal. Carsten, dir alles Ciao. Gute. Danke, Ciao. Wolfgang. Dir auch alles Gute, Gerne. weißt du. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.